So, wie du denkst und fühlst und handelst, das kreiert deine persönliche Realität. Und dementsprechend, um eine neue persönliche Realität, also ein neues Leben zu kreieren, müsstest du deine Persönlichkeit verändern. Du müsstest die Art und Weise, wie du denkst und fühlst und handelst, verändern. Aber die meisten Menschen versuchen, eine neue persönliche Realität zu kreieren, indem sie dieselbe Persönlichkeit bleiben. Und das funktioniert nicht. Genau das Gleiche zu tun, das Gleiche zu denken, genauso zu handeln, jeden Tag, das bleibt beim Alten. Und wenn du das Gleiche jeden Tag immer wieder tust, aus der Perspektive derselben Persönlichkeit heraus, ab dem Alter von 35 Jahren auch an, funktionierst du nach Autopilot. Und dann bist du einfach nur ein Bündel von Programmen. Und dann gehst du in deine voraussagbare Zukunft, weil alles, was du tust, was du denkst, was du fühlst und wie du handelst, das ist eben immer wieder eine Wiederholung der Vergangenheit. Und auf dieser Basis ist die Zukunft auch ganz leicht vorhersehbar. Und das wissen wir alle, wir haben es alle erlebt. Und dann denkst du einfach das Gleiche in einem Routinetag und dieser Gedanke, der führt dich einfach zur gleichen Entscheidung. Und diese Entscheidung vor dem Hintergrund dieser Gedanken und deiner Gedankenwelt, die du dir machst, das hat dann immer wieder dieselben Auswirkungen. Und dann hast du die gleichen Erfahrungen in den gleichen Situationen und dann bekommst du auch immer wieder die gleichen Gefühle. Und dann triffst du eben diese Entscheidung und dieses Gefühl, das du dir eigentlich erhofft hast, das kriegst du dann eben nicht aus dieser Entscheidung heraus und dann wirst du total eng, ärgerlich und wütend, weil die Dinge nicht so funktionieren, wie du möchtest und du eben da bist und nicht dieses Gefühl hast, das du dir erwünscht hast, weil du das Gefühl eben auf Basis dessen kreierst, was du entschieden hast und was du dir erwartet hast, was aus deiner Entscheidung heraus als Konsequenz entsteht. Aber du packst es einfach am falschen Schopf an. Du kannst nicht deine veränderte Realität dir erhoffen, dadurch, dass du dich immer wieder im Außen erkennst und reflektierst. Und das ist genau das Problem. Du glaubst einfach nicht, dass du einen Einfluss darauf hast, wie du fühlst, weil du denkst, du müsst dich so fühlen, wie es angebracht ist in Bezug auf das, was dir passiert ist oder wie deine Entscheidung ausgegangen ist oder wie dein Umfeld auf dich reagiert oder was du für einen Telefonanruf bekommst oder welche Informationen du kriegst. Und da bleibst du einfach hängen, wenn du es aus dieser Situation heraus versuchst, dein Leben zu verändern. Und so, wenn du jeden Morgen aufwachst und mit den gleichen Gedanken, mit den gleichen Pflichten, mit der gleichen Lebenseinstellung und jedes Mal sind es eben die Leute in deinem Umfeld oder die Situation in deinem Umfeld oder alles, was dir halt so begegnet und wie du das siehst, das alles ist offensichtlich aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Perspektive schuld und verantwortlich dafür, wie du dich fühlst. Und so beeinflusst also deine persönliche Realität, dein Hier und dein Jetzt, deine Persönlichkeit. Und du bist gefangen in einem Hamsterrad. Und wenn du es nicht schaffst, besser, höher
zu denken und zu fühlen und zu handeln als deine jetzige Persönlichkeit, dann kommst du genau aus diesem Hamsterrad eben leider nicht heraus. Ja, und dann bist du halt ein Opfer der Umstände deines Lebens. Und da findest du auch ganz, ganz viele Gründe dafür, weil du bist ja so aufgewachsen und man hat dich so und so behandelt und die Dinge sind dir in deinem Leben passiert und dein Ehemann ist so und so. Und das sind alles Umstände, die du dafür verantwortlich machen kannst, dass du so bist, wie du bist. Und das Lustige ist dann auch noch, dann denkst du, ja, ich bin halt so, wie ich bin und ich verändere mich nicht so und die Leute müssen mich mögen und akzeptieren, wie ich bin. Aber das ist eigentlich meistens nicht das große Problem, die anderen Leute, sondern das Problem, das hast du mit dir selber, weil du nämlich keine Lust mehr hast, dich so zu fühlen und zu denken. Du hast keine Lust mehr, dich irgendwie in finanziellen Problemen zu fühlen. Du hast keine Lust mehr, chronische Schmerzen zu haben. Du hast keine Lust mehr, permanent zu streiten. Du hast keine Lust mehr auf Wut und Ärger. Und das regt dich einfach alles noch viel mehr auf und schon bist du wieder da. Und du kommst so nicht raus. Der einzige Ausweg ist zu erkennen, dass du genau an der anderen Seite anfangen musst. Du musst an der Seite anfangen, wie du dich fühlst. Du musst es lernen, Gefühle unabhängig vom Außen zu produzieren und zu generieren. Und das kannst du eben am besten lernen in einer Meditation. Und diese Meditationen, die Dr. Joe Dispenza anleitet, die führen dich eben dorthin, dass du dich loslöst von deiner jetzigen Realität, dass du dich loslöst von deinem Außen und dass du nach innen hineingehst, dass du zu nichts und niemanden wirst. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann bist du eben komplett losgelöst von deinem Äußeren, du bist losgelöst von den Erfahrungen, von den Situationen, von deiner Vergangenheit. Und aus diesem Zustand, dieses losgelöst zu sein, kannst du eben dort anfangen, wo du anfangen musst, um eine neue Persönlichkeit zu werden. Und zwar fängst du dort an bei deinen Gefühlen. Du kreierst grundlos höhere Gefühle, höhere Emotionen. Du gehst in dein Herz rein, dort, wo die höheren Emotionen wohnen, und dort wirst du zum Schöpfer, zum energetischen Schöpfer von Emotionen. Denn die Emotionen sind einfach der Anfang jeder Kreation. Und wenn du die entsprechenden Emotionen produzierst und lang genug kultivierst, dann ziehen diese Emotionen auch die entsprechenden Bilder an. Plötzlich bekommst du Zugang zu Bildern, zu schönen Bildern, zu schönen Vorstellungen. Du kommst in eine Welt der positiven Vorstellung herein. Du kannst dir positive Situationen vorstellen. Du kannst dir plötzlich vorstellen, wie dein Leben sich positiv entwickelt. Und das ganz Wichtige ist dran, du musst hier nicht ins Detail gehen. Du musst hier nicht wissen, wie sich das Ganze ergibt, sondern es geht tatsächlich wirklich darum, in diesen Raum dieser Möglichkeit und in dieser neuen Boxenmeditation von Dr. Joe Dispenza gehst du eben in eine neue Box, in eine neue Realität hinein. Und der Zugang, diese Tür, die, durch die du gehst, die geht eben dort auf, im Raum des Nichts, wo du nicht zu niemand bist. Und dort gehst du durch diese Tür, du öffnest diese Tür und gehst in eine neue Box, in eine neue Realität hinein. Und der Weg dazu führt über die entsprechende Emotion und dieses entsprechende Gefühl. Und hinterher kommen Bilder und es kommt die Vorstellungskraft. Und das erhöht wieder die Emotion und es ist verfestigt die Emotion. Und es macht die Realität reeller für dich. Es macht sie klarer, es macht sie anschaulicher, anfassbarer und du kannst sie plötzlich von verschiedenen Richtungen anschauen. Du kannst sie auffüllen mit mehr Bildern, mit neuen Emotionen. Alle, die zu dieser Box, zu dieser Realität passen, zu dieser schönen Realität, zu dieser gut sich anfühlenden Realität und dieser glücklichen Realität.
Und wenn du diese innere Realität für dich als wichtiger und als wirklicher machst als die äußere Realität, die eigentlich deine Vergangenheit verkörpert, die Vergangenheit, die du kreiert hast mit deiner vergangenen Persönlichkeit, dann automatisch, wenn du in einer neuen Realität, und ich sage nochmal neue Box, weil das Dr. Joe Dispenza so nennt in seinen Meditationen, wenn du dann in dieser neuen Realität bist, dann bist du auch die neue Persönlichkeit, weil deine alte Persönlichkeit, die passt gar nicht da rein. Und damit änderst du eben nicht nur deine Realität, sondern durch dieses Fühlen, Denken und Handeln und dadurch, dass du auch wirklich bereit bist, diese Zusammenhänge, diese Gesetze der Kreation für dich anzunehmen und zu verstehen, wirst du eben eine neue Persönlichkeit. Du kannst gar nicht mehr dieses Opfer sein, weil du verstehst, dass das Außen aus deinem Innen entstanden ist. Und deswegen kannst du jetzt Verantwortung dafür übernehmen, was dir passiert ist in der Vergangenheit, wie du das Leben reflektiert hast, wie du das Leben gesehen hast und kannst auch Vergangenheit für viele Leiden übernehmen und diese Leiden, die du eben in deiner emotionalen Welt gespürt hast, sind eben körperliche Leiden geworden. Und da geht es einfach jetzt darum, den Rückwärtsgang einzulegen und ganz klar deine Emotionen, und diese dazugehörigen Gedanken, dieser dazugehörende Lebensstil, deine dazugehörenden Ansichten Schritt für Schritt zu verändern. Und ich mache hier gerne mal ein Beispiel, wenn du die Emotion zum Beispiel mit dir rumgetragen hast, das Leben ist gegen mich, ich habe nur wirklich Pech und ich werde nicht unterstützt. Das sind Gefühle, die du mit dir rumträgst. Das sind Gefühle, durch diese Gefühle siehst du die Welt. Und wenn du das so ein Hauptgefühl in dir hast, das in dir lebt und in dir pulsiert, dann zeigt dir eben das Leben und das zeigt dir dein Umfeld, dass du alleine bist und dass du nicht unterstützt wirst, weil das so dominant ist, dieses Gefühl. Und jetzt bist du aber dabei und erkennst diesen Zusammenhang und erkennst diesen Ablauf. Und deswegen bist du auch in der Lage zu erkennen, dass es ein totaler Blödsinn ist, zu glauben, dass du nicht unterstützt wirst vom Leben, weil du wirst ja unterstützt, aber du wirst eben in dem unterstützt, was du aussendest. Und jetzt plötzlich geht dir ein Licht auf und du merkst, dass du eben das, was du aussendest in dir im Inneren, ändern musst. Und um ein Gefühl auszusenden, ja, ich werde unterstützt vom Leben, und das Leben zeigt sich eben positiv, das heißt, positiv, dass eben die Menschen auch da sind, dass die mich quasi als Gesandte des Lebens unterstützen, dann langsam, langsam wirst du eben aus dieser Persönlichkeit, die keine Unterstützung hat, die allein ist, die kämpfen muss, wirst du zu der Persönlichkeit, die eben unterstützt ist, die ans Leben glaubt, die ans Gute glaubt, die an das glaubt, dass eben immer wieder Menschen und Situationen entstehen, die einem das widerspiegeln, dass man unterstützt wird. Hilfe kommt aus dem Nichts, Unterstützung kommt aus dem Nichts. Es ergeben sich ganz tolle Situationen, Möglichkeiten, Chancen im Leben. All das, was eben dein neues Sein, deine neue Persönlichkeit und deine neue emotionale Grundhaltung widerspiegelt. Und dann kannst du das plötzlich ändern und dann interessiert dich auch dein vergangenes Leiden oder dein vergangenes Pech oder alles, was dir zugefügt worden ist, das interessiert dich dann auch irgendwann mal nicht, weil du begriffen hast, dass du eine andere Persönlichkeit bist, einen neuen Lifestyle hast und dass du die Vergangenheit eben genau nicht mehr in die Zukunft tragen musst. Und wenn du das
klar verstanden hast für dich, dass das dein neues Lebenswissen, dein neues Lebenskredo ist, dass das deine neuen Ansichten auf Leben und Kreation sind, dann kannst du darauf hinarbeiten und zwar jeden Tag und dich jeden Tag bewusst wieder reflektieren. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass es leicht ist. Niemand sagt, dass es leicht ist. Das ist eins der schwersten Dinge, sich selber umzuerziehen gegen das, was einem immer wieder gesagt und eingetrichtert worden ist und gegen das, was eigentlich der größte Teil der Gesellschaft einem vorlebt. Aber das ist der einzige Ausweg. Das ist wirklich der Weg in die Freiheit und es gibt keinen anderen Weg und das kannst du mir glauben. Ich habe 20 Jahre, wenn es reicht, meines Lebens damit verbracht, zu sehen, wie geht's denn besser und durch den Weg aus meiner Krankheit, aus meinen chronischen Schmerzen, aus all dieser Verzweiflung, die ich dadurch hatte und durch das ganze Leben, das ich aufgegeben habe, weil ich so eben nicht mehr weiterleben konnte und wollte, kann ich dir sagen, nur das ist der Weg. Und er ist absolut gangbar mit einer Entscheidung, mit einer Überzeugung und mit einem Schritt für Schritt dranbleiben an diesem Weg und Schritt für Schritt jeden Tag sich wieder klar zu machen und zu verdeutlichen, wie funktioniert das Leben. Immer wieder wissen, okay, ich kann nicht als wütender Mensch durchs Gegend laufen und alle anschwärzen, wenn ich möchte, dass ich eine liebende und liebevolle Persönlichkeit bin und als diese auch wahrgenommen werde. Ich muss all meinen Groll, all meinen Scham, alles, was ich in der Vergangenheit gedacht und mit mir rumgetragen habe über mich und über das Außen, ich muss es über den Haufen werfen. Ich muss es einfach hinter mir lassen. Und das ist ein psychisches Sterben. Du stirbst viele Dinge, an denen du dich festgehalten hast und mit denen du deine Identität begründet hast und dein Leben gesagt hast, das ist mein Lebenselixier, das treibt mich an. All das musst du und darfst du loslassen. Und ich habe noch ein ganz cooles Beispiel, und zwar von einer Bekannten, mit der ich heute sogar erst gesprochen habe, und wir haben so über Beziehungen gesprochen und ja, dann sagt sie, ja, weißt du, und jetzt habe ich ja diesen tollen Mann kennengelernt, das ist alles ganz schön und gut und jetzt weiß ich auch, dass er in mich verliebt ist und ja, aber irgendwie, ich habe immer so das Problem, dass ich habe so irgendwie so einen Jagddrang und wenn ich dann irgendwie, ja, mein Opfer sozusagen in meinem Bett habe, in meinem Leben habe, ja, dann wird es mir langweilig. Und ich habe sie nur angeschaut und habe gesagt, ja, das ist eine ganz schöne Entschuldigung. Das hast du dir auch ganz gut ausgedacht, aber glaube mir, die Wahrheit ist eine andere. Und zwar geht es dir gar nicht darum, dass es dir langweilig ist, sondern das ist eine gute Entschuldigung, die sich irgendwie besser anfühlt als die Wahrheit. Und jetzt sage ich dir mal die Wahrheit und du kannst mir sagen, ob es stimmt. Und dann habe ich ihr die Wahrheit gesagt und dann habe ich ihr gesagt, okay, schau, es ist so, jetzt hast du einen Menschen, der in deinem Leben ist und das sind Gefühle und womöglich auch Liebe im Spiel und jetzt fängt etwas an und zwar hast du Angst. Du hast Angst, dass das Schöne, was du dir sozusagen jetzt erarbeitet hast oder was du in dein Leben geholt hast, dass dieses Schöne, wenn du dich drauf einlässt und es zu tief wird, dass es weggeht und dass du es verlierst oder dass du verlassen wirst. Und es geht gar nicht darum, dass es dir zu langweilig ist, das hört sich nur so viel besser an, aber die Wahrheit wäre, du müsstest dir sagen, oh je, jetzt habe ich Angst, dass ich es wieder verliere. Und dann schaut sie mich mit großen Augen an und sagt, ja, das ist die Wahrheit. Und dann sage ich, eben, schau,
Aber das ist gar nicht schlimm, weil jetzt hast du es rausgefunden. Und jetzt geht es eigentlich darum, dir zu sagen, ja, ich muss es ja gar nicht mehr rechtfertigen, dass ich dann den anderen wieder wegdrücke oder aus meinem Leben rausdrücke vor lauter Angst, dass er mich verlässt, sondern ich kann mir ein neues Wissen und eine neue Denkhaltung und neue Glaubenssätze aneignen. Und zwar heißen die, wenn ich einen Menschen in meinem Leben halten will, dann muss ich ihn eben auch mit offenem Herzen empfangen und ihm diesen Platz in meinem Leben geben, ohne die Angst zu haben, dass ich ihn eben verliere. Weil ich kann ihn gar nicht verlieren, weil wenn ich nicht aufhöre, ihn zu lieben, zu respektieren und in meinem Leben zu wollen, dann gibt es keinen Grund für ihn, dass er mich jemals verlässt. Er wird mich nur verlassen, wenn ich mein altes Muster wiederfahre. Und dieses alte Muster hat eben geheißen, oh mein Gott, jetzt ist er da, jetzt ist es wunderschön. Oh, bevor er mich verlässt, bevor ich ihn verliere, bevor er wieder geht und ich traurig bin, tue ich ihn lieber auf Abstand halten und drücke ihn so aus meinem Leben raus und rechtfertige das vor mir selber, dass ich sage, ja, jetzt ist es mir halt zu langweilig geworden. Und das ist nur ein Beispiel, oder? Das machen wir so oft so. Das ist ein unterbewusstes Muster. Das wird uns gar nicht klar. Und wir sind auch noch, unser Ego ist auch noch so schlau, dieses Muster zu überdecken und zu sagen, ja, jetzt ist dir halt langweilig geworden. Aber das alles geht nicht wirklich dorthin, wo die wahren Emotionen sind, wo die wahren Ängste sind, wo die wahren Denkmuster, ja, aufbewahrt werden, versteckt sind in uns. Und nur diese schonungslose Ehrlichkeit, wirklich rauszuholen und zu sehen, was läuft denn in uns, was machen wir denn, die erlaubt uns, solche Sachen aufzudecken, solche tiefen Programme und Muster aufzudecken und sie dann eben umzupolen und ans Bewusstsein zu bringen und sie umzuprogrammieren. Denn schon nur allein das zu durchschauen und zu wissen, was läuft denn in mir, was habe ich denn da, was ist denn mein Autopilot, das ist eigentlich schon mal mindestens 50% der Lösung. Und ja, das ist halt manchmal nicht so einfach, das alleine zu tun. Alleine machst du das, indem du schreibst, zum Beispiel, indem du wirklich schreibst und dich schonungslos selber untersuchst und sagst, was denke ich denn hier? Was mache ich denn hier? Was ist denn die Wahrheit hinter meinen Aktionen? Was ist die Wahrheit hinter meinen Handlungen? Was treibt mich zu den Handlungen? Welche Gedanken treiben mich zu den Handlungen? Und dann kannst du das erkennen, was die Ist-Situation ist und kannst sie dann umprogrammieren in eine Soll-Situation. Aber oftmals gelingt es einem nicht, weil eben diese Angst und diese Unsicherheit und die ganze Sozialisierung, die wir erlebt haben, uns eben das schwer macht und wenn nicht sogar unmöglich macht, so schonungslos ehrlich mit uns selber umzugehen. Und ich habe das selber erlebt und es ist ein riesen, riesen langer Prozess und deswegen habe ich mich jetzt eben entschieden, Leuten zu helfen und sie zu begleiten und genau solche tiefen Sachen, die ich mittlerweile einfach wie so ein Sherlock Holmes erkenne, aufzudecken und dann eben ans Licht bringen zu können und damit transformieren zu können. Und schon können sie dich nämlich mehr als Autopilot fahren. Das ist eigentlich eine Arbeit und auch eine Gabe, die ich schon immer habe, die mir sehr, sehr hilft, jetzt eben die Dinge schnell zu erkennen und auf den Punkt zu bringen, wie ihr es vorher in dem Beispiel gehört habt. Ja, das war für heute mein Beitrag, eine von mir auch interpretierte Erklärung der Dinge, die Dr. Joe Dispenza auch immer wieder sagt, um euch auch zu helfen, die umzusetzen und zu sagen, was heißt das für mich? Okay, ich verstehe, was er sagt, ich verstehe, was er meint, aber was bedeutet das für mich im nächsten Schritt? Wie gehe ich mit dem Wissen um? Wie wende ich das für mich an? Und das ist eben oftmals diese große Schwierigkeit, einerseits im
Kopf zu verstehen, dieses Wissen, aber andererseits es anzuwenden und umzusetzen, dass wir wirklich zu dem Ziel und Ergebnis kommen, das wir wirklich haben wollen. So, ich freue mich wieder mal wie immer auf eure Kommentare, auf eure Inputs und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Ciao, ciao.